rund um den Brustring. Der Podcast. Rund um den VfB Stuttgart. Ja, hallo, hier ist Dieter Buchwald. Hier ist Timo Hillemann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring. Willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Mein Name ist Jenny. Und dies ist Folge 41 unseres Podcasts. Heute, am 125. Geburtstag des VfB, haben wir uns entschlossen, wir nehmen mal ganz entspannt am Sonntag eine Folge auf. Heute haben wir keine Gäste, denn Heute ist so ein bisschen der Tag der Selbstreflexion. Wir wollen heute reden über das 0:3 gegen den FC Bayern am vergangenen Wochenende, weil seit der letzten Folge ist ja nur dieses eine Spiel gespielt worden. Außerdem wollen wir reden über die Stimmung, die beim VfB seitdem herrscht, in der jetzt gerade existierenden Länderspielpause. Wir reden noch über ein paar weitere Themen rund um den Brustring und natürlich werden wir auch dieses Mal wieder zum Abschluss den Spieler der Folge. Genau. Ja, Jenny. Ja. Fangen wir mal an, über das 0:3 gegen die Bayern zu reden. Ja. Was war so dein Eindruck vom Spiel, bevor ich gleich noch so ein paar Fakten aufzähle? Also ich hatte eigentlich am Anfang ein ganz gutes Gefühl und dachte auch, man kann ganz gut mithalten. Und ab einem gewissen Zeitpunkt sah es für mich so aus, als hätte Bayern auf einmal aufgedreht oder als hätten wir auf einmal irgendwas Grundlegendes anderes gemacht. Mhm. Das war, glaube ich, kurz vor der Halbzeit, wo dann, glaube ich, auch das 1:0 fiel. Ja. Wo ich mir dann auf einmal gedacht habe, Hilfe, was ist eigentlich passiert? Weil bis zu dem Zeitpunkt sah es nicht so furchtbar schlecht aus. Und dann habe ich gedacht, ja gut, vielleicht können sie noch irgendwie mithalten oder auch nicht. Aber mir war halt relativ schnell klar, dass das Tempo und die Manndeckung, die sie am Anfang versucht haben, dass sie das nicht ewig mitgehen können. Mhm. Und dementsprechend war es mir dann nach dem 1:0. Und als es dann in der zweiten Halbzeit so weiterging, fast klar, dass wir da hoch verlieren, dass es nur 0:3 war, das haben wir unter anderem Ron-Robert Zieler zu verdanken, der da schon einige Dinge noch rausgezogen hat. Und es war halt irgendwie echt erschreckend, dass es irgendwie ein bisschen ideenlos aussah von außen. Und was ich finde, er hätte früher zum Beispiel den Christian Gentner, der an dem Tag auf links stand, da glaube ich, gell, einfach gar nichts gebracht hat, rausnehmen müssen. Also wir haben das schon während der ersten Halbzeit gesagt, der muss runter, aber das hat er sich dann halt wahrscheinlich einfach nicht getraut oder wie auch immer. Ja, also ich fand ja den Anfang eigentlich ganz gut. Ich meine, klar, du spielst gegen Bayern, da musst du natürlich vor allem hinten erstmal aufpassen. Ja. Ich fand eigentlich den so bis zur 30. Minute auch das Abwehrspiel eigentlich ziemlich gut, viel abgegrätscht, viel sehr engagiert, aber es ging halt irgendwie gar nichts nach vorne. Ja, oder wenn was ging, dann stand, also es war diese eine Szene, die wirklich maßgebend war, wo sie alle vor dem Tor standen und sich irgendwie keiner richtig getraut hat zu schießen, obwohl, glaube ich, ich weiß gar nicht, Gentner oder Gomez, ich kann es nicht mehr genau sagen, wirklich komplett freistand. Der hätte echt das Ding reinzimmern können. Also das fand ich halt schon irgendwie ein bisschen bezeichnend, weil dann haut doch einfach mal drauf, ja. Ja. Wenn wir uns die Statistik anschauen, dann haben wir 4:24 Torschüsse aus VfB-Sicht. Ja. Und wenn man sich diese Heatmaps anguckt, wo sich die Spieler größtenteils aufgehalten haben, dann siehst du halt, du hast quasi die ganze Mannschaft hinter der Mittellinie, nur Mario Gomez hat sich da mal drüber getraut, beziehungsweise der hing halt vorne auch ziemlich alleine. Ja, auf jeden Fall. Und zur Aufstellung, Bartstuber saß er diesmal auf der Bank. Ja. Stattdessen haben Pavard und Baumgartl in der Innenverteidigung gespielt. Ansonsten hat sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel geändert, außer dass halt Gonzalez auch auf der Bank saß und Donis diesmal von Beginn an gespielt hat. Hast du das Gefühl, dass Donis das Spiel ja besser gemacht hat oder dass das sein Einsatz in dem Spiel auch berechtigt war? Berechtigt einerseits schon, aber er hat es nicht wirklich besser gemacht. Ich finde auch, ich habe mir die Laufleistungen angeschaut und Tasos Donis ist bis,
bis zur Auswechslung 6,3 Kilometer gelaufen. Erik Tommy ist ab der Auswechslung, er wurde ja dann quasi positionsgetreu für Donis ausgewechselt, 4,45 Kilometer gelaufen. Dementsprechend hatte Donis gar nicht so viel Laufleistung. Wenn du vergleichst das zum Beispiel Denis Aogo oder Santi Ascasiba, die waren die zwei besten Spieler in dem Spiel mit 12,56 und 11,83 Kilometern. Mhm. Deutlich mehr gelaufen sind. Also bei Aogo bin ich darüber tatsächlich überrascht. Das hätte ich auch so von außen gar nicht gedacht, dass da so viel gelaufen ist. Aber dementsprechend finde ich auch schon, dass das irgendwie gerechtfertigt wäre, Donis auszuwechseln. Und ich glaube auch fast, dass ein Tommy mehr gebracht hätte, wenn er von Anfang an drin gewesen wäre und wenn Donis dann von der Bank gekommen wäre. Für mich ist Donis irgendwie so ein bisschen so ein Typ wie Maxim. Weil bei Maxim war das auch immer so. Wenn der von Anfang an kam, hat er relativ wenig gebracht, aber eingewechselt war, hat er dann schon nochmal voll aufgedreht. Ja. Also von dem her, ja, war nicht schlecht, aber hat irgendwie auch nicht so gut funktioniert. Ja, zumal ich habe mir ja hinterher gesagt, also worauf ich natürlich anspielen will, sind die Pfiffe, die dann bei der Auswechslung von, Donis, von Donis kamen. Natürlich, er war schon engagiert, hat auch vorne und hinten die Zweikämpfe geführt, aber auch er hat jetzt da vorne nichts rausgerissen. Das mag vielleicht auch ein bisschen am Spielsystem gelegen haben. Deswegen konnte ich dann auch diese Pfiffe überhaupt nicht nachvollziehen, weil das war ja nun auch nicht gerade so, als hätte sich der Korkut da, keine Ahnung, als hätte er den dreifachen Torschützen runtergenommen. Wir bräuchten jetzt noch ein viertes Tor oder so. Eben. Das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube, was Korkut so ein bisschen vorhatte, war wie halt im Mai, auch wenn das Spiel natürlich unter ganz anderen Umständen stattgefunden hat, hätte ich jetzt gedacht, dass er auf Konterfußball setzen will, weil warum setze ich sonst Donis ein? Auf der anderen Seite sagt er dann, er hatte das Gefühl oder der Grund, warum er Donis rausgenommen hat, war, dass er mehr auf mehr Ballbesitz schaffen wollte. Und dann frage ich mich, wie passt das zusammen? Also willst du die Bayern mit Ballbesitzfußball dann am Ende bezwingen oder zumindest mal rede da nicht mal von bezwingen, ich rede da zumindest mal davon, dass man ein Tor macht. Das kann ja gegen die Bayern irgendwie auch nicht das Ziel sein, da sich den Ball hin und her zu schieben, so wie bei den letzten Spielen, weil wenn das schon gegen Rostock und Mainz nicht funktioniert, und gegen Bayern hast du ja nun mal den Platz, also die haben ja teilweise hinten noch ein bisschen gewackelt, und wenn du dann Konter vernünftig gespielt hättest, hatte ich das Gefühl, dass du dass da durchaus zumindest mal ein Tor gegangen wäre. Ich meine, das Spiel wäre wahrscheinlich so oder so verloren gegangen, weil du siehst ja dann so, Goretzka, irgendwann schieben die sich den Ball halt so lang vom Tor hin und her, bis dann halt mal einer reingeht. Richtig, ja. Ja. Und wenn man sich diese, es gibt ja bei Twitter, bei dem Account 11 gegen 11, gibt es ja diese Pass-Maps, diese Passkarten, da siehst du halt, die beiden haben sich den Ball schön vorne hin und her gespielt. Wie so in so einem Halbkreis, ein bisschen wie beim Handball. Und klar, irgendwann geht da halt mal einer rein. Ja, klar. Hast du denn das Gefühl, dass der, also was ja hinterher auch häufiger kritisiert wurde, dass der VfB das Spiel schon von vornherein beziehungsweise nach einer halben Stunde dann abgeschenkt hat und dann dachte, naja, hoffentlich ist es bald vorbei? Ich habe das Gefühl gehabt, die konnten einfach nicht anders. Die hatten keine andere Idee, was sie jetzt noch machen sollen. Die haben, die sind die Konter gefahren und haben dann gemerkt, okay, das funktioniert nicht, wir kriegen den Ball nicht rein. Dann haben sie sich irgendwie hinten reingestellt und auf Mann und Maus verteidigt. Aber also ich kann da nicht verstehen, warum man da nicht mal ein bisschen, also offensiver dann auch wechselt irgendwie, dass er dann, was weiß ich, für Gentner hat er die Davi gebracht, gell? Ja, genau. Warum er das dann nicht früher macht und dann irgendwie umstellt und es war halt irgendwie ein bisschen so nicht erkennbar, ob da jetzt eine Strategie dahinter steckt, was er jetzt machen will. Das war ein bisschen schwierig. Vielleicht hat es aber auch nur für uns Außenstehende so ausgesehen und er hat halt die Strategie gefahren, okay, wir stellen uns jetzt hinten rein und wir gucken, dass wir Schadensbegrenzung machen und versuchen gar kein Tor mehr zu schießen, was ich aber irgendwie dann auch wiederum falsch fände, aber keine Ahnung. Ja, ich meine, so wirkt es ja am Ende dann auch raus, dass man sagt, okay, ich habe ja selber dann immer einen Block gehabt, hoffentlich ist es bald vorbei. Ja. Ich hätte ehrlich gesagt am liebsten den Gomez schon zur Halbzeit rausgenommen, weil ich das Gefühl hatte, dass der, weil er hat ja auch vorne, gut, er hat halt vorne keine Bälle bekommen, er war halt abgeschnitten, aber er ist halt auch niemanden angelaufen.
Ja, also bei Gonzales hätte ich mir eher nochmal vorstellen können, dass der nochmal einen Verteidiger anläuft, dass der nochmal irgendwie versucht, einen Verteidiger zu Fehlern zu zwingen. Ja, aber du kannst Gomez halt auch echt keinen Vorwurf machen, weil das ist genau das, was wir vor einem Jahr ungefähr mit Terodde hatten. Mhm. Da ist niemand da, der ihn bedient. Und warum hat man dann die Davi geholt, der das eigentlich könnte, und der wird dann nicht so eingesetzt? Also, ja. Das ist halt was, der Gomez, der hat sich schon Mühe gegeben, der ist ja auch viel mitgelaufen und hat auch, einmal habe ich gedacht, was steht denn der da jetzt in der Verteidigung rum? Aber er ist einfach nicht der Spielertyp, der sich jetzt die Bälle ab der Mittellinie holt und dann durchläuft. Das ist einfach nicht seine Art und Weise. Der ist halt einfach einer, der vorne reinsteht und auf die Bälle wartet. Ja, ja, klar. Ja. Und keine Ahnung, das war dann aber irgendwie ein Fehler vom Trainer, dass es nicht... Ja. Gut, ich finde, vielleicht war Gomez dann am Ende auch einfach ein bisschen frustriert, beziehungsweise ja. Irgendwann, wenn du halt weißt, du kriegst eh keine Bälle, dann läufst du vielleicht auch nicht unbedingt dem Verteidiger. Ich hatte halt nur, gerade in der zweiten Halbzeit, als sie dann halt auf die Cannstatter Kurve gespielt haben, hatte ich manchmal das Gefühl, er könnte sich auch noch mal ein bisschen mehr bewegen und ein bisschen mehr Unruhe reinbringen. Ja. Aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich egal. Das 2-0 und das 3-0 hast du schon angesprochen. Lewandowski dann durch einen Linksschuss und dann auch Müller. Das war aber alles so. Die haben halt so lange vor unserem Tor hin und her gespielt, bis der Ball dann irgendwie reinging. Ja. Und so verlierst du dann halt gegen die Bayern 0-3. Ja. Gibt's zum Spiel selber... Also vielleicht gehen wir mal vom rein Sportlichen weg, weil ich glaube, das ist irgendwie schnell erzählt. Wir waren halt einfach am Ende hoffnungslos unterlegen, 0-12 Ecken. Richtig. Auch. Richtig. Das zeigt halt auch schon einfach, dass du nicht vorne vors Tor kommst, wenn du halt nicht mal eine Ecke kriegst. Also ich habe schon zwischendurch getwittert, ich bin froh, dass wir nicht 3 Ecken in Elfer gespielt hätten, wobei dann wäre es wahrscheinlich, 4-0 ausgegangen. Naja. Aber abgesehen davon, konntest du die Pfiffe, oder sag mal so, konntest du den Unmut nachvollziehen, dass Donis ausgewechselt wurde in der 57. Minute? Also ich habe es selber zwar auch nicht ganz verstanden, aber also in dem Moment in der Kurve, aber im Nachhinein habe ich dann schon gedacht, eigentlich hat er nicht so ein überragendes Spiel gemacht. Von dem her war es schon richtig, ihn rauszunehmen. Mhm. Ja. Und dass man da dann pfeifen muss. Ja, also das ist ehrlich gesagt das, was mich, also ich meine, dass der Donis frustriert ist, dass er ausgewechselt wird, das ist klar. Das ist, glaube ich, jeder Spieler. Aber was ich nicht nachvollziehen konnte, waren die Pfiffe. Also ich meine, wir haben den zweiten Spieltag. Und ja, wir wissen alle, dass Donis auch in den letzten Spielen kaum zum Einsatz kam. Gegen Mainz war er nicht mal mit dem Kader, da ist er nicht mal mit nach Mainz gefahren. Aber dass dann die Kurve, und es war noch nicht mal, also so wie ich weiß nicht, warst du auch beim Spiel? Ja. Ich hatte das Gefühl, das kam mehr so aus Richtung Gegentribüne, also noch nicht mal unbedingt aus der Kurve, sondern eher so von uns gesehen links, von der Gegentribüne, beziehungsweise dann so Gegen- und Haupttribüne vielleicht. Ich habe die Heftigkeit, also dass die Leute irgendwie unzufrieden sind, ich habe mich irgendwie auch geärgert, irgendwie dachte, schade, wieder nur 60 Minuten gespielt. Aber die Heftigkeit der Reaktion, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum beim zweiten Saisonspiel zugegebenermaßen nach einem schlechten Saisonstart oder wenn sich abzeichnet, dass der Saisonstart nicht besser wird, dass dann schon gepfiffen wird, da fehlt mir ehrlich gesagt das Verständnis für, weil normalerweise hast du irgendwie, keine Ahnung, am 17. Spieltag, wenn du da auf den 18. Tabellenplatz rutscht oder so, weißt du. Aber das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen können, warum da jetzt gepfiffen wird. Konntest du es nachvollziehen? Nee, ich glaube einfach, das war vielleicht gar nicht unbedingt hat das mit der Auswechslung zu tun. Vielleicht haben da einfach irgendwie viele ihren Frust geäußert über diese, über das allgemeine Überspiel, aber. Ja, ich glaube schon, weil das ging eigentlich in dem Moment, da lief ja, also unten wurde die Auswechslung angezeigt, dann wurde die Elf von Donis hochgehalten und dann ging es plötzlich los. Und ich habe es einfach nicht verstanden, warum. Nee. Warum die Leute jetzt so eskalieren? Vor allem auch nicht, weil Donis jetzt ein Spieler ist, der jetzt für uns, was weiß ich, was schon alles geleistet hat. Also das kannst du wirklich nicht sagen. Was hat er bisher, so viel hat er für uns nicht gespielt. Er ist noch nicht so lange da. Es gab auch gewisse Dinge aus der Presse, die man mitgekriegt hat, wo nicht
also es ist für mich kein verdienter Spieler in dem Sinne, ja. Ich meine, wenn du da jetzt einen Timo Baumgartl runternimmst, der hat auch kein gutes Spiel gemacht, mal abseits von gesehen. Ja. Der jetzt schon ewig lang Stuttgarter Junge etc., dann kann ich das irgendwie noch verstehen, wenn da dann gepfiffen wird, aber also bei Tassos Donis und gegen Erik Tommy, zumal Erik Tommy jetzt eigentlich auch einer ist, der richtig gut ist, also für mich auch irgendwie ein bisschen too much und auch wieder diese, heizt auch so ein bisschen wieder die Diskussion, schwieriges Stuttgarter Umfeld für mich an, weil ja, ich versuche das ja immer abzustreifen, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wie die Stimmung so allgemein ist jetzt. Genau. Wie war denn so deine Stimmung nach dem Spiel? Also warst du sehr enttäuscht? Also ich war sehr enttäuscht, weil es für mich irgendwie so in die Richtung ging von letzter Saison, von dem Schalke-Spiel, nachdem dann Hannes Wolf entlassen wurde. Weil einfach irgendwie keine Idee da war, du hast irgendwie keine Entwicklung bei der Mannschaft gesehen, es war irgendwie alles so, ja, scheiße halt. Also es war richtig für mich ein schlechtes Fußballspiel und das erschreckt mich eher wie die 3-0-Niederlage gegen die Bayern, aber ich bin enttäuscht über das Wie. Das hat mich tatsächlich enttäuscht, weil es dann doch irgendwie am Schluss ziemlich ohne Gegenwehr war. Ja, ist keine Ahnung. Also bei mir ist es so irgendwie, klar, Niederlage ist nie schön und irgendwie, dass man so chancenlos verliert, ist auch nicht schön. Aber irgendwie ist dieses Bayern-Spiel, das hatte ich ja schon letztes Jahr manchmal gesagt, so ein Spiel gegen Bayern ist halt für mich auch so irgendwie so ein Streichergebnis. Ich meine, klar, die Spiele davor waren auch nicht geil. Weder die Niederlage und das Ausscheiden im Pokal als die und auch nicht die Niederlage gegen Mainz am ersten Spieltag. Ja. Aber das war irgendwie so. Das Spiel an sich war mir eigentlich, also ich habe da sowieso nicht mit dem Sieg gerechnet. Es ist halt das Doofe, wenn du am zweiten Spieltag gegen die Bayern spielst, dann darfst du halt nicht das erste Spiel verkacken. Richtig. Wobei das erste Spiel halt Mainz auswärts war und du das eigentlich immer verkackst. Das ist, wie gesagt, da haben wir ja auch schon seit keine Ahnung wie viele Jahre mehr gewonnen. Also von dem her. Ja, ich weiß, aber auf der anderen Seite. Also so wie wir in Mainz verloren haben, darfst du da nicht verlieren. Christian Gentner hat ja gesagt, man muss in Mainz nicht gewinnen, aber man muss halt auch nicht verlieren, finde ich. Richtig, und man muss halt auch nicht so verlieren, weil du hattest halt auch wieder die Chance. Ja. Das war halt auch wieder deutlich. Ja, und wenn wir jetzt vom Bayern-Spiel, über das ich ehrlich gesagt, da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Ja. Weil sich das natürlich ergebnismäßig und auch was die Offensivbemühungen angeht, so ein bisschen in die Spiele davor einreiht. Wenn man mal davon weggeht, ist die Stimmung bei uns, habe ich gefühlt schon, zumindest wenn man so auf Twitter guckt, aber ich glaube auch sonst, ich glaube, das hat nicht nur was mit Twitter zu tun. Bei Facebook ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Aber auch sonst, wenn man mit den Leuten redet, die Stimmung ist schon wieder so ein bisschen am Abkacken. Habe ich das Gefühl. Wir haben jetzt 3 Niederlagen, kein einziges Tor geschossen. Donis hat sich nach dem Spiel unzufrieden geäußert. Er hat gesagt, er akzeptiert die Auswechslung, aber er empfindet sie als unfair. Dann wurde Gomez, ich glaube, vom ZDF interviewt und hat gesagt, wir sind nicht richtig nach vorne gekommen. Wobei ich im Gegensatz zu anderen in der Mannschaft die Aufstellung eigentlich als sinnvoll empfunden habe. Dann hat er noch das, was ganz Interessantes gesagt, dass man anscheinend dachte, dass es so weiterginge wie letztes Jahr. Und keine Ahnung, irgendwie ist die Stimmung bei den Fans nicht so geil. Ich würde jetzt so eine Aussage wie Gomez, wie die erste von Gomez, auch vielleicht auch nicht unbedingt überinterpretieren. Aber es scheint natürlich trotzdem ein bisschen Dissonanz, sag ich mal, im Kader zu geben. Also irgendwie scheinen die nicht. Ja, sorry. Aber nach 3 verlorenen Spielen ist es klar, dass es Dissonanz im Kader gibt. Und nach einem 3-0 gegen Bayern, und wenn du da als Mario Gomez vors Mikrofon musst, was sagst du denn da? Also. Ich habe halt so ein bisschen, das ist halt wieder so ein Gefühl. Was man nicht so richtig anhand von Fakten festmachen kann. Ansonsten ist es kein Gefühl.
Das ist halt schon wieder so ein bisschen das Gefühl, dass bei uns schon wieder alles so ein ganz kleines bisschen stimmungsmäßig den Bach runtergeht und dass das auch Korkut schaden wird, wenn es jetzt nicht steil bergauf geht langsam. Ja. Das also. ist halt auch wieder so ein subjektives Ding. Du kannst halt wieder ganz viel reininterpretieren. Mhm. Und das wird halt in Stuttgart wahnsinnig gerne gemacht. Das ist halt einfach das. Ich weiß gar nicht, wie andere Vereine das machen. Vielleicht sollten wir mal testen, wie das bei anderen Vereinen ist. Aber bei uns wird ja in jeden Furz, den diese Mannschaft macht, oder in jeden Satz, der von irgendeinem Spieler gesagt wird und der vielleicht kritisch sein könnte, hineininterpretiert. In der Mannschaft stimmt es nicht. Oh, Gomez hat den Trainer angezählt. Oh, Badstube ist sauer. Bestimmt sich da damit jetzt ein Eigentor geschossen. Das schaukelt sich irgendwie so von selber hoch. Mm. Und das ist auch was, wo man sich dann einfach mal auch als Fan zurücklehnen muss und das einfach ganz objektiv betrachten muss und sagen muss, hey, so und so wird es gesagt, jetzt lass man das doch einfach mal so stehen und warten ab, wie sich's weiterentwickelt. Ja. Ich meine, aus der Emotion raus sagt jeder, hey, das ist scheiße und das passt nicht und es sieht blöd aus, wir spielen scheiße, wir schießen keine Tore, aber im Endeffekt können wir ja eh nichts anderes machen, wie abwarten und zuschauen und gucken, ob es besser wird. Und wenn es nicht besser wird, dann muss Herr Korkut halt seine Koffer packen und dann wartet halt der nächste Trainer. Dann ist es halt so. Ändern. Ja, ich weiß. Ja gut, ändern können wir das sowieso nicht. Aber ich habe da ehrlich gesagt keinen Bock drauf, dass wir schon wieder den Trainer wechseln müssen. Ich meine, wie gesagt, wir sind ja auch noch am zweiten Spieltag weit davon entfernt. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, jetzt spielen wir in Freiburg. Heute in einer Woche, nächsten Sonntag. Dann freitags gegen Düsseldorf. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass es dann, wenn die Spiele auch nicht gewonnen werden, dass es dann schon langsam unruhig wird. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich, für mich muss sich Korkut auch noch beweisen. Ja? Also diese, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, diese Rückrunde letztes Jahr, die war zwar super, ergebnistechnisch, aber es war halt eine besondere Situation. Und jetzt geht es halt wieder von null los. Und jetzt muss Korkut halt für mich auch immer noch beweisen, dass er halt wirklich die Mannschaft auch weiterentwickeln kann. Nur für mich ist halt der zweite Spieltag zu früh, um da jetzt schon ein abschließendes Urteil zu fällen. Lass uns gegen Freiburg und gegen Düsseldorf, wie auch immer, indem wir unsere Offensive wiederfinden oder indem sich Korkut jetzt in diesen anderthalb Wochen oder wie lange das ist, in diesen zwei Wochen Länderspielpause, indem er sich eine Idee für die Offensive überlegt. Weil das, weil wir ein Problem haben, ist ja unbestritten. Ja. Lass uns die beiden Spiele wieder gewinnen und da redet keiner mehr über einen Fehlstart, weil wir dann irgendwie zwei Siege und zwei Niederlagen haben. Ja, zumal es halt auch so ist, dass wir haben letztes Wochenende diesen Doppelpass angeguckt, kurz. Und da haben Habt ihr auch meinen Tweet gesehen? Ja. Da haben ganz viele Trainer oder Verantwortliche vom Verein einfach alle gesagt, wir betrachten das Spiel gegen die Bayern unabhängig, also abgekapselt von den anderen Spielen. Das hat einfach keinen Vergleichswert in irgendeiner Art und Weise, weil die Bayern einfach ein Niveau haben, das einfach für alle anderen Bundesligisten schwer ist mitzuhalten oder schwer ist zu erreichen. Ich meine, Hoffenheim hat auch, also ich will jetzt nicht uns mit Hoffenheim vergleichen, aber selbst die haben relativ hoch verloren. Ja. Gut, es lag natürlich auch ein bisschen an der Ribéry, ne, aber. Ja. Ja. Also keine Ahnung, ich sehe jetzt auch keinen Grund, jetzt schon hier den Panik-Button zu drücken, wie es beim Rasenfunk hieß, in Bezug auf Schalke und Leverkusen, die ja ähnlich schlecht gestartet sind. Freiburg beispielsweise hat auch beide Spiele verloren jetzt. Ja. Deswegen, wir haben noch ein paar Hörerfragen bekommen. Die eine von Tobias Pitsch bei Facebook, auch gleich mit einer Antwort. Also sozusagen, es sind die zwei auf Twitter, zwei auf Facebook und die kann man so ein bisschen zusammenfassen. Also Tobias Pitsch schreibt bei Facebook, Hasenhüttl hat in Leipzig gute Arbeit geleistet und aus großteils jungen Spielern eine gute Mannschaft geformt. Kann er dieses Kunststück ab Anfang Oktober in Stuttgart wiederholen? Und dann antwortet Sven Voss, diese Frage stellt sich nicht, weil Taifun Korkut noch länger hier bleibt. Und bei Twitter schreibt der @RayBucanero74, er hat sich Reschke mit der erneuten Verpflichtung von Badstuber ein Eigentor geschossen, lässt Korkut ihn nicht spielen, ist die Unruhe vorprogrammiert, aber Baumi ist zurzeit neben Pavard vielleicht die bessere Option. Und der @StefanTastico hat unabhängig davon, also nicht als Antwort darauf geschrieben,
Vielleicht könnt ihr ja mal darüber reden, wie mit Spielern von den eigenen Fans umgegangen, in Anführungsstrichen, wird. Ja. Ich finde, dass zum Beispiel hier auf Twitter auf grenzwertig Beispiel Badstuber, Häme und Spott statt Unterstützung und Rückendeckung. Ja, also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt schon, ich hoffe, dass wir den Trainer nicht Anfang Oktober entlassen werden. Ich hoffe, dass das Taifun Korkut noch die Kurve bekommt, weil ich ehrlich gesagt, du seufzt so. Ich weiß nicht, ob er die Kurve bekommt. Ja. Ich bin mir nicht, ich hoffe es, weil ich glaube nicht, dass Taifun Korkut ein schlechter Trainer ist. Aber ich denke halt schon, dass Reschke halt auch fordert. Weil Reschke hat eigentlich einen Kader zusammengestellt mit Maffeo, mit Gonzales, mit Castro, mit Didavi, mit dem du eigentlich, ich sag jetzt bewusst eigentlich, nicht so spielen musst, wie du das im Moment tust, ja. Und dementsprechend kann ich mir halt auch vorstellen, dass der relativ schnell ungeduldig wird. Weil der hat ja auch das Geld ausgegeben. Ja. Und der will dann ja auch Ergebnisse sehen. Ja. Und deshalb könnte ich mir halt schon vorstellen, wenn Freiburg und was war's? Düsseldorf jetzt halt scheiße läuft, wenn wir da jetzt wieder verlieren, dass da relativ schnell jemand anderes auf der Bank sitzt. Aber ich glaube nicht, dass es Ralf Hasenhüttl ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer es dann noch sein kann, wer sich das noch antut. Ich hatte ja schon mal, das war ja das, was ich da in dem Tweet geschrieben hatte, der dann im Doppelpass lustigerweise abgebildet wurde. Wenn wir dieses Jahr schon wieder einen Trainer entlassen, dann wäre das die 6. Saison in Folge, in der wir mindestens einmal den Trainer gewechselt haben. Das ist halt auch irgendwie langsam ein bisschen anstrengend. Und ja, okay. Und ich weiß auch nicht, wer das dann noch machen könnte. Also, es gibt ja schon gewisse Artikel bezüglich eines gewissen Herrn Klinsmann. Oh Gott. Also, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, weil, jetzt pass auf, ich guck mal nach der Aussage. Ich bin erst einmal Fan des VfB, verfolge auch in den USA alle Spiele im TV oder am Radio, telefoniere häufig mit Karl Allgäu und Guido Buchwalde, aber ein Amt in Verein, das ist von mir nicht geplant. Ich weiß aber auch, man soll nie sagen. Aha. Das hat er gesagt, ja. Oh je. Na gut, der Klinsi ist ja auch ein Stuttgarter Junge und kann man das passt ja zur Rückkehr von Didavi und Gomez und ja. Warten wir mal ab. Ich hoffe nicht, dass das, weil ich weiß nicht, ob Klinsmann wirklich so ein guter Trainer ist oder ob er einfach nur ein guter Motivator ist. Ja. Na. Gut, aber wenn wir nochmal auf die Fragen gucken oder die Hörerfragen, also wie gesagt, ich hoffe, wir hoffen, glaube ich, beide, dass wir nicht schon wieder einen Trainerwechsel dieses Jahr machen müssen. Was Badstuber angeht, da hieß es ja dann irgendwie, ich habe es nur am Rand gelesen, ich habe nur gelesen, Explosionsgefahr in Stuttgart bei der Sportbild oder so, nur beim Trübauskommen, und dachte mir, ja, man kann auch sprachlich vielleicht mal ein bisschen abrüsten, weil keine Ahnung, Badstuber halt gesagt hat, ja, fragen Sie doch einen Trainer, als er dann gefragt wurde, warum er nicht spielt. Ich glaube nicht, dass sich Reschke mit der Verpflichtung von Badstuber ein Eigentor geschossen hat, weil wenn er spielt und die Fehler waren zwar dämlich, ja, und das ist natürlich auch, und damit kommen wir auch auf die Frage von Stefan Tastico, es ist natürlich doof, wenn du, also sagen wir so, es sieht doof aus, wenn du sagst, ich suche nochmal nach was anderem, ich wollte echt Champions League spielen, dann kommst du zurück zum VfB und baust halt in den ersten zwei Spielen Böcke. Auf der anderen Seite, das kann halt jedem Spieler passieren. Klar, er ist halt in der Rückwärtsbewegung nicht der Schnellste. Aber er hat auch schon in der Vergangenheit bei so Situationen besser reagiert, hat dann halt sich besser positioniert und musste dann halt nicht hinterherlaufen. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass Badstuber sportlich eine Verstärkung ist für die Abwehr, einfach was die Ruhe am Ball angeht, was auch die Übersicht in der Spieleröffnung angeht, das haben wir in der Rückrunde gesehen. Also der ist ja jetzt nicht über die Sommerpause 10 Jahre gealtert. Und deswegen sehe ich eigentlich die Verpflichtung von Badstuber immer noch positiv. Klar, wenn er nicht spielt, ist er, also er sieht sich schon als Stammspieler, aber ich erwarte dann doch von ihm, dass er, wenn er mal nicht spielt, ich meine, jetzt hat er ein Spiel nicht gespielt, dass er sich dafür so, ich glaube, da ist er auch
professionell genug für, dass es nicht dazu führt, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Kabine anzündet. Oder wie siehst du die Frage vom Ray Bucanero? Ja, also ich glaube auch, dass er uns sportlich schon weiterhelfen kann, wenn er in Topform ist. Ich glaube aber schon auch, dass Bad Stube einer ist, der halt teilweise schon sehr sauer auf sich selber werden kann und der auch einen hohen Anspruch an sich selber und an seine Mitspieler hat. Das hat man ja da gesehen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass er da nach dem Rostock-Spiel im Training wohl den Ball in den Vorhang von der Geschäftsstelle geballert hat und der dann also so einen Lamellenvorhang und den dann kaputt geschossen hat. Ja, und dann das hab ich mitbekommen. Ja. Keine Autogramme für Fans gegeben hat, die mit kleinen Kindern da gewartet haben. Mhm. Das sind natürlich Dinge, die sind auf jeden Fall grenzwertig. Was halt auch das Problem ist, wo ich dann auch ein bisschen wieder auf die Aussage von dem Stefan Tastico eingehe, er muss sich auch in einem gewissen Maße die Häme und den Spott jetzt gefallen lassen. Weil wenn du sagst, hey, ich will Champions League spielen und Champions League ist irgendwie mein großes Ziel und du baust dann solche Böcke auf Kreisliga-Niveau, das kann halt, passt halt einfach irgendwie nicht zusammen. Dann musst du halt auch Leistung bringen. Es sind individuelle Fälle, die können passieren, okay, aber die können dir nicht passieren, wenn du sagst, hey, ich will Champions League spielen. Ja. Dementsprechend war es für mich auch in Ordnung, dass er jetzt bei dem Bayern-Spiel auf der Bank saß, weil das hat einem Holger Badstuber schon wehgetan, wenn du gegen deinen Ex-Verein nicht mal eingewechselt wirst. Das glaube ich schon. Mhm. Und da macht er sich schon seine Gedanken. Wobei Timo Baumgartl jetzt in dem Spiel auch nicht das Stärkste war. Ja, eben. Ich hoffe halt einfach, dass Korkut da irgendwie ein gutes Maß findet, wann er ihn denn bringt und wann er ihn nicht bringt. Und wann es auch sinnvoll ist, dann Baumgartl zu bringen, damit er halt seine Spielpraxis bekommt. Weil ganz ehrlich, ich wäre trauriger drüber, uns würde ein Timo Baumgartl abhanden kommen im Winter, wie wenn Holger Badstuber unzufrieden auf der Bank sitzt. Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, gut, er hat dann auch einen 3-Jahres-Vertrag, das heißt, er will schon noch ein bisschen länger hier bleiben. Ja. Ja, also wie du sagst, ich hoffe einfach, dass er dass Coco das gemanagt kriegt sozusagen. Weil ich meine, wir haben natürlich auch einfach vier Innenverteidiger, die relativ nah beieinander sind. Ich meine, gut, jetzt hat sich Kempf verletzt. Dann fällt das erstmal ein bisschen aus. Aber jetzt haben wir immer noch drei Innenverteidiger mit Pavard, Baumgartl und Badstube. Und ja, du kannst halt nicht mit drei Innenverteidigern spielen, es sei denn, du spielst irgendwie mit Fünferkette, aber das haben wir ja, ein bisschen so Dreierkette, das haben wir ja letztes Jahr schon probiert. Und führt auch nicht unbedingt dazu, dass wir irgendwie mehr Tore schießen. Keine Ahnung. Also es können halt nur zwei spielen. Ja. Und das kann halt nur entweder der Weltmeister und der Baumgartl sein oder der Weltmeister und der Bartschuber, weil ich glaube schon, dass Pavard ist, außer baut jetzt hart ab oder keine Ahnung, seine Halsverletzung ist aus dem Länderspiel. Sollte da irgendwie noch weitere Komplikationen mit sich bringen. Ich gehe davon aus, dass Pavard gesetzt ist. Ja. Oder er wechselt halt ständig durch. Dann jeder kommt mal dran und sitzt mal auf der Bank. Ne? Dann sitzt halt im einen Spiel mal eine Pavard auf der Bank, im nächsten Spiel der Baumgartl und im dritten Spiel der Badstuber. Aber so spielt sich halt auch keine Innenverteidigung ein. Ja. Also ich denke, um das vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, wir haben halt einfach, es ist ja nicht die einzige Position im Kader, wo wir eine relativ hohe Leistungsdichte haben. Es wäre einfach sinnvoll, wenn sich dann alle mal ein bisschen runterkommen, und auch ein Badstuber, und nur weil er das eine Spiel nicht gespielt hat, sich das als Ansporn sieht, halt im Training sich reinzuhängen und dann im nächsten Spiel halt zu spielen. Und zum Thema Helme und Sport, also ich finde es teilweise schon grenzwertig, muss ich dir ehrlich sagen. Vor allem, ich weiß auch nicht, das sind so viele Leute, wo ich mir denke, hey, du hast doch selber nie einen Mannschaftssport gemacht. Du standest selber nie auf einem Fußballfeld. Kannst du es überhaupt beurteilen? Ja. Das ist halt das, wo ich halt sage, manchmal wäre es halt einfach ein bisschen besser, sich mal in die Situation reinzuversetzen, dass es auch für ein Spieler nicht toll ist, wenn du da 3-0 verlierst. Ja. Viele tun immer so, ja, denen macht es nichts aus. Aber ich glaube schon, dass es denen schon auch nahe geht und dass es denen auch nicht scheißegal ist. Ja. Und deshalb muss man nicht jeden Spieler wie die Sau durchs Dorf jagen. Und das ist halt was, das beim VfB halt schon oft oder häufig passiert, dass da auf bestimmte Menschen draufgehauen wird und andere haben einen Heiligenschein und gegen die wird nie was gesagt.
Wobei ich glaube, das ist bei anderen Vereinen nicht anders. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Los der Profifußballer. Ja. Aber es stimmt natürlich. Ich meine, klar, Fußball gespielt habe ich auch nicht. Kritisieren können wir die Leistung, denke ich, trotzdem. Ja. Das ist nur die Art und Weise. Genau. Also, ich habe natürlich auch irgendwie dann getwittert, nachdem ja Holger Bartstuber mich geblockt hat irgendwann mal, warum auch immer, dann gesagt hat, es hätte halt lieber mit Anthony Ucha bzw. dem Kaison da gegen Mainz machen sollen. Aber es ist natürlich noch was anderes, wenn dann die Leute gleich völlig eskalieren und dann auch so tun, als ob jetzt Castro oder Bartstuber oder sonst wer oder Gomez den irgendwie jegliches fußballerisches Talent absprechen. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ja, schwierig. Also Kritik muss schon sein, Helme und Spott, keine Ahnung, Helme und Spott muss man sich verdienen. Also es gibt schon, keine Ahnung, wenn jetzt Ribéry nach seiner dämlichen Schwalbe am Tor vorbeischießt, dann, gut, ich bin jetzt auch kein Bayern-Fan, mhm. Bisschen Spott ist ab und zu schon mal angebracht, aber ja. Kommt natürlich, hast recht, auf die Art und Weise der Kritik an, das stimmt schon. Ja, hast du Hoffnung, dass es besser wird jetzt die nächsten beiden Spiele? Ganz schwer zu sagen. Also gegen Freiburg auch so sind wir eigentlich immer relativ gut. Freiburg ist auch eine Mannschaft, die uns, glaube ich, relativ gut liegt. Ja. Ich hoffe, dass da halt einfach irgendwie das System vielleicht stellt auch irgendwie um und richtet ein bisschen offensiver aus. Dass das einfach klappt, dass man da einen Sieg und die ersten drei Punkte mit heimfährt. Gegen Düsseldorf daheim wäre natürlich echt, also das ist aber halt auch wieder, Düsseldorf ist auch wieder ein Aufsteiger, die kannst du auch wieder schlecht einschätzen. Die haben halt natürlich auch nichts, die haben nichts zu verlieren. Ja. Dementsprechend wäre es für mich fast kritischer, wenn man Freiburg verliert, als wenn man Düsseldorf jetzt zum Beispiel nur unentschieden oder so spielt. Ja. Also ich hoffe, es wird besser. Ich hoffe, dass wir gegen Freiburg gewinnen und dass wir gegen Düsseldorf mindestens unentschieden spielen. Und ich bin auch der Meinung, dass das machbar ist. Ja, also was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass wir gegen Freiburg, dass es dann doch irgendwie nochmal mit einem frühen Führungstreffer klappt. Also in Freiburg haben wir die letzten Spiele auch immer gewonnen. Ja. Dass wir dann irgendwann mal so einen frühen Führungstreffer endlich mal kriegen, endlich mal ein Tor überhaupt. Und dass wir es dann so routiniert runterspielen, wie wir das teilweise in der Rückrunde getan haben, weil das kann die Mannschaft offensichtlich. Ja, genau. Das entwickelt dann auch einfach eine Eigendynamik. Wenn du dann nicht zurücklegst, sondern erstmal vorne legst, dann funktioniert es wahrscheinlich auch wieder besser. Das ist ja auch das, was wir, wie gesagt, in der Rückrunde oft gesehen haben. Ja, ja. Ja, und also wie gesagt, wir müssen erstmal abwarten. Ich habe jetzt auf Twitter neulich gesehen, da hat der gehen eine Diskussion los, ab wann eigentlich die, so ab welchem Spieltag man die Tabellenposition irgendwie eine Aussagekraft hat für das, für die Tabellenplatzierung am Ende der Saison. Und es gibt einen Twitter-Account, der nennt sich B-Stat oder B-Stat, wie auch immer. Und das ist ein Mathematikprofessor, der dann immer so mathematische Analysen macht. Und der hat was relativ Interessantes gemacht. Der hat nämlich geguckt, wie hoch die Differenz ist zwischen dem ersten, zwischen der Position in der Tabelle an einem beliebigen Spieltag und am Ende der Saison. Ja, also klar, am Ende der Saison ist die Position oder ist die Korrelation natürlich bei 1 oder bei 100%, weil das ist ja dann entsprechend die Position. Und am ersten Spieltag ist die Korrelation natürlich noch relativ gering. Ich suche diesen Twitter-Account, genau, nee, der Account heißt BeastDad, aber der Twitter-Handle ist @michael_karbach. Und da sieht man, dass so ungefähr am siebten, achten Spieltag erst dann ein signifikanter Sprung ist. Also das ist so eine Kurve, die ganz leicht ansteigt Richtung Saisonende. Ja. Aber die macht quasi so am siebten Spieltag ungefähr, macht die einen größeren Sprung. Also am siebten Spieltag, wenn es da wenn du dabei oben dabei bist, dann bist du halt auch am Ende wahrscheinlich oben dabei. Und wenn du entsprechend auch, wenn du am siebten Spieltag unten dabei bist, bist du auch wahrscheinlich dann unten dabei. Die große Ausnahme ist natürlich immer diese Saison von Gladbach, wo die ersten fünf Spiele verloren haben und am Ende Vierter wurden. Das ist so die große Ausnahme. Worauf ich aber hinaus will, ist, also ich glaube, der zweite Spieltag ist noch viel zu früh, um hier schon irgendwie den Abgesang auf die Saison einzuleiten.
Es kann immer noch besser laufen. Wir haben ein ganz klar Offensivproblem. Wir müssen schauen, wie wir vors Tor kommen, wie wir hinter die Abwehr kommen. Aber ich sehe da noch keinen Grund, jetzt schon Panik zu schieben. Ja, genau. Da bin ich ganz bei dir. Aber natürlich aus der Emotion raus schiebt man natürlich immer schon Panik. Und bei mir ist es auch manchmal so, wenn man mich im Stadion hört, dann sind wir eigentlich schon dreimal abgestiegen am zweiten Tag. Aber wenn man sich dann nochmal reflektiert, dann ist es ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, also wie gesagt, es ist klar, die Ergebnisse sind schlecht bisher. Aber ich möchte einfach Korkut noch ein bisschen Zeit geben, die Ergebnisse noch zu drehen. Es würde natürlich irgendwie so ein bisschen meine Skepsis aus dem Januar, und es gab es bei vielen die Sache, dass gerade so ein bisschen die Skepsis, die im Januar da war, als er verpflichtet wurde, dass die gerade so ein bisschen wieder hervorbricht. Bei mir war sie halt nie weg. Also es war halt, die Rückrunde war schön, aber das hat nichts an meiner Grundskepsis geändert. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass ich mit meiner Skepsis dann am Ende Unrecht hatte. Ja. Und dass es nicht sozusagen, dass ich nicht am Ende doch recht hatte, als ich gesagt habe, naja, ob der jetzt den großen Unterschied macht. Schauen wir mal. Dann zählen wir schon. Ja. Ja, so schnell kann man doch über die Spiele reden, wenn man nur zu zweit ist und keine Gäste hat und es nur ein Spiel ist. Da können wir uns noch ein paar weitere Themen anschauen, die es in den letzten zwei Wochen, seit wir aufgenommen haben, passiert sind. Kurzer Blick auf die Nachwuchsmannschaften. Der VfB 2 fängt sich eigentlich ganz gut. Die sind jetzt mittlerweile Sechster nach 8 Spielen jetzt. Haben jetzt bei Mainz 2 gestern gewonnen, 3-2, davor gegen Steinbach 2-0. Die stehen eigentlich relativ gut da. Ich bin mal gespannt, ob die diesmal vielleicht um den Aufstieg mitspielen können, wobei das natürlich in der Regionalliga auch wieder so eine Geschichte ist, weil da steigt man ja nicht so richtig auf, sondern muss erst in die Relegation. Ah. A-Jugend hat jetzt seit der letzten Folge kein Spiel gemacht. Die B-Jugend hat in Frankfurt 4-3 gewonnen, steht auch ganz gut da, aber auch da gilt das Gleiche wie für die Profis. Es ist halt noch relativ früh in der Saison. Genau. Dann ein Tag, glaube ich, nach unserer letzten Aufnahme oder zwei Tage war der Deadline-Day. Da hat sich beim VfB nicht mehr viel getan. Die Leihe von Kaminski nach Düsseldorf, die stand ja schon bei unserer letzten Aufnahme fest, ohne Kaufoption. Dann wurde noch die ganze Zeit spekuliert, ob Carlos Manet noch kommt. Das ist nicht der Fall gewesen. Der wird in Lissabon bleiben, ob das jetzt die ganze Zeit so ist. Das ist die Frage, ich weiß auch nicht, ob uns dessen Manet wirklich weitergeholfen hätte, weil der auch in Lissabon, glaube ich, immer noch individuell trainiert. Richtig. Der hätte, glaube ich, noch ein paar Monate gebraucht, bis er hier wieder fit ist. Genau, und die Aussage von Lissabon war ja, glaube ich, auch die, dass er quasi über die Spielpraxis dann fit werden soll. Ich frage mich nur, wie das funktionieren soll. Das ist so eine Aussage, die klingt für mich wie, eigentlich ist er nicht richtig fit, aber wir wollen ihn halt loswerden. So. Ja. Ja, und es lag ja auch am Ende. Ich glaube, wenn der VfB mehr gezahlt hätte, dann wäre der Mané auch schon zurückgekommen. Aber es ist halt auch die Frage, ob du dann wirklich das Geld, und du hast es ja gerade schon angesprochen, Reschke hat das Geld ausgegeben. Das Geld muss das natürlich auch fruchten, sag ich mal. Ne? Also wir haben ja schon relativ Geld für Spieler ausgegeben, um noch kurz auf das Thema Trainer und so zurückzukommen. Das ist halt jetzt auch irgendwann auch Geld, wenn wir jetzt mit der Mannschaft nicht irgendwie mal langsam langfristig oder mittelfristig in der Tabelle nach oben kommen, ist das halt auch verbranntes Geld. Ne? Wenn du dann irgendwann die Spieler für weniger verkaufen musst, als du sie geholt hast, weil es sportlich nicht funktioniert hat. Zumal du ja auch sehen musst, dass der VfB ja die Krankheitsgeschichte von Carlos Mané kennt und die dann schon, glaube ich, in der Lage sind abzuschätzen, was ist der Spieler noch wert und was kann der uns noch bringen. Und dementsprechend ist es vielleicht einfach auch aus dem wirtschaftlichen Aspekt raus gesehen eine gute Entscheidung gewesen, da zu sagen, hey, bis zu dem Punkt finanziell gehe ich und aber nicht weiter, und dann ist es eben so, ja. Obwohl ich ehrlich gesagt vom Spielertyp her, wenn er fit ist, und Carlos Mané gern bei uns gesehen hätte, ja. Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich immer noch gerne an das Spiel gegen Fürth in der zweiten Liga. Es ist halt einfach eine saubere Geschichte mit ihm, dass er sich zweimal so schwer verletzt. Aber auf der anderen Seite kannst du dann halt auch nicht nur, weil er ein netter Kerl ist und weil er, wenn er fit ist, schön Fußball spielen kann. Ich würde das Risiko jetzt nicht eingehen, wenn es schlecht läuft. Keine Ahnung, verletzt er sich nochmal. Ja, keine schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja. Wer auch verletzt ist, ich hatte es gerade schon angesprochen, ist Marc-Oliver Kempf. Der hat sich jetzt wohl am Mittwoch im Training verletzt. Was dazu führt, dass wir jetzt nur noch 3 etatmäßige Innenverteidiger haben.
Ja, ansonsten hat der VfB den ersten Titel dieser Saison geholt, gestern. Den sogenannten Drei-Ligen-Cup. Das waren zweimal 45 Minuten, einmal gegen Fürth und einmal gegen Groß-Asbach. Ich frage mich ja, wer sich solche Namen ausdenkt für so zwei halbe Testspiele. Das Marketing. Wir haben die Drei-Ligen-Cup gewonnen. Ja, auf jeden Fall, das waren die Testspiele, die der VfB jetzt nochmal gemacht hat, um sich fit zu halten. Timo Baumgartl hat jetzt, glaube ich, auch für die U21 gespielt, ja, in der Länderspielpause. Relativ gut sogar. Ja. Ich habe es gesehen. Sehr gut. Erinnerst du dich noch an den grandiosen Sieg beim Sun Express Cup auf Belek? Ah, natürlich. Das war auch ganz toll. Vor allem der Hashtag dazu, Sun Express Cup auf Belek Winner oder sowas. Und ganz früher gab es dann noch den Uhren Cup. Das wurde dann immer im Sommer ausgespielt, irgendwo in Österreich, als wir noch in Österreich im Trainingslager waren, da gab es dann den Uhren Cup in Österreich. Genau, Benjamin Pavard war auch international unterwegs. Das hat man ja gesehen, weil er gegen Deutschland gespielt hat und dann von Toni Rüdiger die Stollenanhals bekommen hat. Ich habe ja hinter dieser Diskussion nochmal ein bisschen bei Twitter verfolgt, wo dann Leute sagen, ja, das war ja Absicht von Rüdiger, wo ich mir denke, wo soll der denn sonst mit seinem Fuß hin? Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Ich gucke mir Nationalmannschaft mittlerweile nicht mehr an. Aber ich habe es dann halt bei Twitter in dem GIF gesehen. Ich habe es gesehen. Du kannst ihm Absicht unterstellen, aber du musst nicht. Das ist jetzt halt auch wieder eine Frage, wie man das sieht. Aber man müsste sich halt wieder aus verschiedenen Perspektiven anschauen, um sich da wirklich ein Meinungsbild zu machen. Aber für mich ist es halt eine Situation, die kann entstehen. Ja. Keine Ahnung. Schwer zu beurteilen. Im Endeffekt ist es auch egal, solange Pavard halt ist, da keine bleibenden Schäden davon trägt. Glaube ich nicht. Ein paar Kratzer und vielleicht ein paar blaue Flecke und ansonsten vielleicht irgendwie noch ein paar verschobene Wirbel oder sonst irgendwas, aber das ist nichts, das ein Physio nicht wieder hinkriegt. Also. Ja, ich würde gerade sagen, das war vor allem, ich glaube, die Verletzung war dann auch eher äußerlich. Wenn wir kurz bei den Länderspielen sind, Ascacibar hat für Argentinien debütiert, in der A-Nationalmannschaft, der war ja schon Nationalspieler. Und ich guck mal, wir haben die anderen noch gespielt. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so ausführlich drauf einzugehen. Die nächsten Spiele wurden noch terminiert. Die Spieltage 7 bis 14. Und das war es eigentlich soweit, was den VfB angeht. Ja. Was es noch so zu berichten gibt, das in den letzten Wochen, das ist halt Länderspielpause. Wir haben noch zwei Sachen in eigener Sache sozusagen. Wir hatten es in der letzten Folge schon angekündigt und heute Morgen habe ich dann den ersten Blogbeitrag dazu veröffentlicht. Der VfB hat, wie gesagt, heute Geburtstag, wird heute 125 Jahre alt und wir wollen dieses Jubiläum bzw. den Geburtstag des VfB in den nächsten Wochen und Monaten mit einer eigenen Reihe von Podcast-Folgen und Blogbeiträgen begehen. Die nennen wir rund um den Brustring Legenden. Und da habe ich heute Morgen den ersten Blogbeitrag veröffentlicht, wo ich so ein bisschen reflektiere, was für mich eigentlich der VfB ist und warum ich Fan bin. Schaut da gerne mal rein, schreibt eure Meinung dazu. Und da kommt in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch einiges auf euch zu. Wir haben verschiedene Ideen für Podcast-Aufnahmen oder für Podcast-Folgen, die wir machen wollen zu dem Thema. Und es läuft alles unter dem Hashtag, hätte ich es beinahe gesagt, unter dem Titel rund um den Brustring Legenden. Außerdem haben wir uns letzte Saison noch beworben für den Preis zum Fußball-Podcast des Jahres der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Wir sind leider nicht in die Endrunde gekommen, also es wurden jetzt 9 Podcasts in die Endrunde aufgenommen oder in die Endauswahl, auf die Shortlist und wir sind leider nicht dabei. Dennoch aber vielen Dank für eure Unterstützung. Ein paar von euch haben uns ja Sprachnachrichten geschickt. Dafür vielen Dank und schauen wir mal, wer statt uns Fußball-Podcast des Jahres wird. Gut, Jenny, möchtest du die Wahl zum Spieler der Folge vorstellen? Gerne. Also wir ziehen das jetzt voll durch, obwohl es jetzt natürlich nicht mehr viele gibt. Der Sieger der Folge 40 war Christian Gentner. Ich weiß zwar nicht, hat er irgendwann mal wahrscheinlich die 40 getragen, wie er aus der Jugend kam, oder? Ja, ganz am Anfang.
Warte, ich guck mal kurz, ich kann okay, also, direkt sagen, 2004 bis 2007. Also okay, also auf jeden Fall, Christian Gentner hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an unseren Kapitän. Ich glaube, der hat auch schon zweimal gewonnen jetzt. Genau, das ist voll schön. Doppelter Titel quasi. Ist ja auch der, hat ja auch quasi zweimal, ja, zweimal Deutscher Meister. Deutscher Meister mit Stuttgart, Wolfsburg, gell? Ja. Ja, also die 41 trugen auf jeden Fall zuletzt Stephen Sommer. Wer sich an den erinnert, der kam 2014 von uns nach zu uns von Liverpool. Er hat dann mal in der ersten Mannschaft gespielt, in der zweiten Liga. Vorher war er lange in der ersten Mannschaft. Andersrum in der zweiten Mannschaft. Er war lange in der zweiten Mannschaft und hat dann in der zweiten Liga sein Debüt gegeben. War da das so ein bisschen, ja, grenzwertig, hat nicht so gut funktioniert. Er hat dann zu Fürth gewechselt. Auch dort war er dann eher so Ersatzspieler, hat dann, glaube ich, ein paar Böcke auch geschossen, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Landete dann bei Osnabrück und spielt jetzt beim Heracles Almelo. Das ist in Holland. Genau. Dann gab es einen Herr Michael Langner, der war von 2005 bis 2007, hat er die Nummer getragen. Der ist 2003 zum VfB gekommen und war in der Meistersaison Ersatztürhüter. Später war er in Freiburg, in Sandhausen und jetzt im Moment ist er bei Schalke unter Vertrag. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass der überhaupt noch spielt. Ja, wahrscheinlich auch nicht mehr so sonderlich lang. Hat der auch ein gutes Alter. Ja. Dann gab es noch einen Herr Florian Lechner, mir gänzlich unbekannt, von 2001 bis 2002, hat 97 Spiele für die Amateure gemacht, war später dann bei St. Pauli und in Karlsruhe. Zuletzt hat er in den USA gespielt und wir haben ihn jetzt mal gegoogelt und er arbeitet mittlerweile als Osteopath und Personal Trainer in Hamburg. Also, ja, für mich jetzt ganz schwierig, da jetzt einen auszuwählen. Der Einzige, der mir irgendwie bekannt ist, ist Stephen Sommer, aber den will ich jetzt ehrlich gesagt auch irgendwie nicht wählen, weil ich den nicht so super toll finde. Wir können uns ja auf den Meister-Ersatztorwart Michael genau. vielleicht genau. einlegen. Genau, ja. Also der dann doch am ehesten. Also wie gesagt, geht auf unsere Homepage, wählt und wir geben dann in der nächsten Folge bekannt, wer gewonnen hat. Genau. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun, indem ihr einfach anderen Leuten von uns erzählt, Leuten erzählt, was ein Podcast ist, wie das funktioniert, sie auf unseren Blog hinweist. Aber ihr könnt uns auch finanziell unterstützen, wenn ihr das möchtet. Wie das geht, das erfahrt ihr auf rundumdenbrustring.de, wenn ihr auf Unterstützen klickt. Wir freuen uns auch schon über kleine Spenden, die helfen uns nämlich, diesen Podcast hier am Laufen zu halten. Müssen also keine Riesensummen sein. Und wir haben 3 Unterstützer, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen und die sich damit die Belohnung verdient haben, dass sie in jeder Podcast-Folge namentlich genannt werden. Das ist einmal der Matthias, der Ron und der Christoph. Die unterstützen uns auf dem Timo Hildebrand-Level. Das läuft über Patreon, ihr könnt uns aber auch über PayPal unterstützen. Und damit decken wir die monatlichen Kosten für Hosting und Nachbearbeitung des Podcasts. Schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Wir freuen uns, wie gesagt, schon über kleine Spenden. Ja, dann kommen wir mal zum Tippspiel. Ich habe mir gerade mal den aktuellen Stand aufgerufen. Es führt Momentum 93. Danach der Power Schwabe. Die haben übrigens fast keinen Unterschied von den Punkten her. Also es liegen fast noch gleich auf. Und auf dem Bronzerang im Moment Seba mit 3a am Schluss. Ah ja. Genau. Gut. Aber auch da ist noch vieles möglich in der Tabelle, genauso wie beim VfB in der Bundesliga. Ja, ich hatte gerade schon gesagt, ihr helft uns natürlich, indem ihr den anderen Leuten von uns erzählt. Wir freuen uns auch immer sehr über Rezensionen bei iTunes. Dann lernen anderen Fans nämlich können andere Fans uns besser finden über diese Plattform. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da 5 Sterne gebt, vielleicht einen kleinen netten Text dazu schreibt. Wir haben schon länger keine neue Rezension mehr bekommen. Ich glaube schon seit über einem Jahr nicht mehr. Wir lesen die auch jedes Mal vor, wenn ihr uns eine Rezension da lasst. Genau, ansonsten. Wir lesen sie auch anonym vor, wenn das gewünscht ist. Das sind auch keine Namen. Wir singen sie auch gerne. Ja.
Genau, ansonsten findet ihr uns wie üblich auf rundumdenbrustring.de. Wie gesagt, schaut euch dann mal den aktuellen Artikel an. Auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram sind wir auch. Ihr könnt euch die Folgen übrigens auch auf YouTube anhören. Ihr könnt uns auch weiterhin Sprachnachrichten schicken, wenn ihr was zu den Themen sagen wollt, die wir hier besprechen, oder wenn ihr Grüße ausrichten wollt. Schickt uns eine Sprachnachricht an die 0157 511 08680. Die findet ihr auch nochmal bei uns auf der Webseite. Die würden wir dann mit eurem Einverständnis bei uns hier in der Folge, in der jeweiligen Podcast-Folge dann einspielen. Ist nochmal eine andere Möglichkeit, sich hier an der Podcast-Folge zu beteiligen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über Feedback auf dem Blog oder bei Facebook und Twitter. Gut, dann haben wir an diesem Sonntagmittag ganz entspannt mal die nächste Podcast-Folge gemacht, Jenny. Die nächste Folge werden wir dann wahrscheinlich nach dem Düsseldorf-Spiel irgendwann aufnehmen. Ich glaube, dann kommt direkt danach das Spiel gegen Leipzig. Das heißt, da können wir, glaube ich, eine englische Woche. Ja, genau. Aber ich denke mal, irgendwie in diese Woche werden wir irgendwie noch die nächste Folge dann reinkriegen. Ich glaube, wir spielen Dienstag in Leipzig, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, zur Abwechslung mal kurz und knackig. Wir sind jetzt, glaube ich, unter einer Stunde geblieben mit der Aufnahme. Ja, sehr gut eigentlich, oder? Ja, sehr schön. Deiner Snack für den Sonntagnachmittag. Ja. Gut, dann Jenny, dir noch einen schönen Sonntag. Euch Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Tschüss. Genau, tschüss.